Shimu Tanamahatana Kanama Tetanapan. Und ich bin Chao Ping Bang, Xing Ping Pong, Petit Ping Pong Pong. Und zusammen sind wir die Japanoschlampen. Yay! Los, komm, wir erleben Abenteuer. Ich hab deinen Namen vergessen. Wie hieß du nochmal? Chao Ping Xing Ping Pong, Petit Ping Pong. Oder so. Okay, hast du einen Spitznamen? Ciao. Und ich bin Wakashimu Kitano Wak. Das ist viel zu lang, das kann ich mir nicht merken. Du brauchst auch einen Spitznamen. Wak. Wak. Hallo. Hi. Ja, auf was für ein Abenteuer begeben wir uns denn heute? Wak. Na, wir gehen raus in die große, weite Welt und dann kloppen wir uns mit irgendwem. Ist das nicht ein bisschen asozial? Wow. Hey! Wackety-bibble-wabble-tinkle-bar-attacke! Oh Gott, ich hab euch doch nichts getan! Wer seid ihr überhaupt? Wir sind die Japano-Schlampen! Und um dich zu finishen, setze ich jetzt die Finish-Karte ein! Finish! Folge 2. Familienbande. Hi, ich bin Wakashino und einem Harzmarkt. Aber alle meine Freunde nennen mich Wake. Und ich bin Chao Wing Xing Hong Fing Xiong Ping Pong Pong. Aber alle meine Freunde nennen mich... Ich bin seine einzige Freundin, sonst hat er gar keine. Nennen mich Chao. Hallo. Wer sind Sie? Ich bin Xiao, dein Zwillingsbruder. Oh mein Gott, ich wusste nicht, dass ich... Warte, ihr seid Zwillingsbrüder? Und du heißt Chao und er heißt Xiao? Was für bescheuerte Namen! Wer denkt sich so etwas nur aus? Unsere Eltern. Ah, die tot sind. Was? Unsere Eltern sind tot? Sie hatten einen Unfall beim Sushi-Essen. Noch etwas Sushi, liebe Eltern? Oh ja, danke, Schatz. Gibst du mir noch Wasabi, Sohnemann? Hier, bitte. Oh. Ah! Oh. Witzige Geschichte. Ich hole mir jetzt was zu essen. Du hast meine Eltern, unsere Eltern umgebracht. Ich muss dich jetzt kämpfen. Mal sehen, ob du etwas ausrichten kannst gegen meinen Fight Battle War Kreisel. Ein Abgrund, halt dich fest! Es tut mir leid, Bruder! Es tut mir auch leid! Tja, ohne Fleiß kein Reis! Folge 3. Tierischer Spaß. Pichu! Au, oh, Pichu Kasu-chan, du bist das beste Tier auf der ganzen Welt! Du glaubst, dein Tier ist das Beste? Oh mein Gott, was ist das? Das ist Drago! Der Rebell. Na, wenn dein Drago so super toll ist, warum lässt du ihn dann nicht gegen meinen Pichu Kasu-chan kämpfen? Wie du willst. Los, Drago! Los, Pichu Kasu-chan! Drago, setz deine Fähigkeit, rebellisch zu sein, ein. Nein! Nein, so meinte ich das nicht. Ich meine... Pichu Kasu-chan, mach die Fingerstupskopf, Explodierattacke! Oh nein, Drago, mein treuer Freund. Was haben wir nicht alles für Abenteuer zusammen erlebt? Gut gemacht, Pichu Kasu-chan. Das war jetzt schon das 200. Tier, was du getötet hast. Das bedeutet, du kriegst ein... Level up, Pichu Kasu-chan. Levelt up zu... Puchikamu zu Shalahalo. Pucci! Jetzt bist du ja gar nicht mehr klein und niedlich. Ich hasse dich. Pucci! Oh nein, Wakashimo, nicht auch noch du! Ich bin auch nicht tot, du Perversling! Folge 4. Meister Fuzzis Herausforderung. Schwalben über dem Fujiyama. Oh, wie anmutig sie fliegen. Ja, da hast du völlig recht, mein Junge. Wer zum Geier sind sie? Schwalben sind ein Symbol für Glück und langes Leben. Oh Gott. Ich hab schon wieder eine getroffen. Verdammt, Wake, warum machst du das? Ich trainiere, denn ich möchte die beste Volleyballspielerin der Welt werden. Die Beste. Dann fordere ich dich heraus. Oh mein Gott.
mein Gott, sind sie etwa Fuzimi, Tetsuya, Fatsuya, Yoshi, Fatsumo, Tukana dazu? Oder kurz Fuzzi? Ja, Volleyball-Weltmeister 1928. Oh, ich bin zu alt, um gegen dich zu kämpfen. Stattdessen lasse ich meine vier bildhübschen Töchter gegen dich antreten. Bildhübsche Töchter? Susi! Sissi! Susu! Kusulu! Die Fuzzi-Schwestern können die fast unaufhaltsame Special-Doppelangriff-Turbo-T-Rex-Attacke. Hast du gesehen, dass sie Tentakel hat? Wir müssen extrem hart kämpfen, damit wir sie besiegen können. Ich will auch gar nicht Volleyball spielen, du wolltest... Auf geht's! Japano-Schlampen! Ja! Special Doppelangriff Turbo! T-Rex-Attacke! Oh nein, sie machen die T-Rex-Attacke! Die T-Rex-Attacke! Die T-Rex-Attacke! T-Rex-Attacke! Nein! Das Japano-Schlampenteam hat das Fuzzi-Team besiegt! Euch gebührt der Meisterpokal! Den hatten sie die ganze Zeit dabei. Ich habe es endlich geschafft. Ich bin die beste Volleyballspielerin der Welt. Wie kann ich dir jemals danken? Ach. Mototsu. Mototsu. Wacke, ich habe dir diese Glücksschwalbe gebastelt, damit du die beste Volleyballspielerin der Welt wirst. Mototsu. Wer ist Mototsu? Mein Freund. Ich dachte, ich bin dein Freund. Ja, aber das bist du doch. Wir sind gute Freunde. Bis dann. Aber ich möchte eine feste Freundin. Folge 5. Süße Rache. Diese kleinen Entenbabys. Was ist das denn? Ihr bekommt ja schon richtige Federn. Jetzt werdet ihr erwachsen. Ich hasse euch. Bis dann. Zehn Jahre später. Schmeckt dir die Limonade? Mhm. Die habe ich selbst gemacht. Mhm. Wacke, es gibt einen bestimmten Grund, warum ich dich zum Picknick eingeladen habe. Mhm. Ich muss dir etwas gestehen. Mhm. Ich liebe... Was ist das? Ninja-Mutanten! 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 The fuck? Du hast uns damals im Klo runtergespült und jetzt wirst du dafür büßen. Warum hast du eine Maske auf? Und warum liegt da Stroh rum? Die Masken tragen sie, weil sie Ninjas sind. Und ich habe sie ausgebildet. Wer sind sie? Erkennst du mich denn nicht, Bruder? Kann es wirklich sein? Ist es wirklich mein verschollener Zwillingsbruder Xiao? Ich muss mich jetzt mindestens 2 Minuten lang an alles, was ich je mit ihm erlebt habe, erinnern. Hat der das öfter? Ja, das ist ein Flashback. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Xiao, ich dachte, du wärst gestorben, als du in den Abgrund gefallen bist. Es tut mir so leid. Dich trifft keine Schuld, Bruder. Es ist ihre Schuld, dass ich gestürzt bin. Ja, es stimmt. Ich kann mich jetzt wieder dran erinnern. Waka hat ihn mit einem Reisbällchen in den Abgrund runtergeballert. Und zusammen mit den Ninja-Mutanten-Enten werde ich Rache nehmen. Tötet sie. Xiao, ich bitte dich, sie ist meine Freundin. Gute Freundin. Du musst dich entscheiden, sie oder ich. Wenn es nicht anders geht, dann muss es eben sein. Guck mal, was ich hier hab. Hui! Brötchen! Nein, nein, warte, ihr sollt... Folge 6. Eiskalt. Hi, ich bin Wakishimutan im Harzenakitschtepanik-Nisgadepan. Und mit der Macht der Regenbogen-Diamant-Uranus-Spirale werde ich die Menschen bestrafen, die von Geldgier und Eigennützigkeit getrieben sind. Das sagst du jedes Mal. Du musst trotzdem für das Eis bezahlen. Oh Mann! Ja, schon gut, Wake. Ich bezahle für dich. Yes! Eis! Was ist los mit dir, Ciao? Komm, wir suchen uns einen Platz. Mein Eis ist runtergefallen. Du musst ein neues kaufen. Ciao. Ciao. Steh auf. Ciao. Ciao. Wake, deine Hände sind so kalt. The fuck? Nein! Was ist passiert? Deine Freundin frisst mir den halben Laden auf und sagt, du bezahlst alles. Ich hätte gerne noch eine
Schinkenpizza? Zum letzten Mal, ich verkaufe keine Pizza. Ich hätte trotzdem gerne eine. Waka, ich habe von dir geträumt. Gut, jetzt, wo du wieder wach bist, können wir Pizza essen gehen. In dem Traum ist mir etwas klar geworden. Ballon! Wo hast du den Ballon her? Der Mann da verteilt die umsonst. Nein, Ballon bitte. Tut mir leid, nur für Kinder. Das ist ungerecht. Ich werde dich für deine Ungerechtigkeit bestrafen. Regenbogen, Diamant, Uranus, Spirale, gib mir die Kraft. Die Kraft. Was zum Geier ist hier los? Mit der Kraft der Regenbogen-Diamant-Uranus-Spirale werde ich dich im Namen der Gerechtigkeit bestrafen! Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan! Wacke? Ja? Hast du etwa schon wieder einen Menschen umgebracht? Ja. Das ist schon das dritte Mal in dieser Woche. Ja. Und dabei ist erst Montag. Folge 7. Ciao gegen Mototsu. Als Hypotenuse bezeichnet man die längste Seite des rechtwinkligen Dreiecks. Sie liegt im rechten Winkel gegenüber. Sehr gut, Wacke. Wenn doch nur alle Schüler so angestrengt arbeiten würden wie du. Höschen. Oh Mann! Tja, Wacke, du bekommst eine 1 im Mündlichen. Ich glaube, ich bekomme auch eine 1 in meiner Hose. Pimmel! Wacke, deine Gruppenarbeit ist auch vortrefflich. Danke, aber das hätte ich nie ohne so gute Schulkameraden geschafft. Pause! Ach du, Wacke, wollen wir zusammen Physik üben? Es ist Pause und während dieser Zeit... kenne ich euch beide nicht. Mal sehen, was mir meine Okasan in mein Kawaii-Bento getan hat. Was dir deine was in dein was getan hat? Ah, wie niedlich! Ich hol mir mal eben in der Cafeteria was zu essen. Okay, bis gleich. 5 Minuten später. Hä? Wo ist Wacke? Was ist das für ein Zettel? Hey, ciao, ich bin's, S. Der Typ, der im Unterricht immer so geile Witze macht. Ich. Wie findest du Pokémon? Ich kreuze an, ja, nein, gut. Ich schreib dir, weil ich mich nicht traue, dich anzusprechen. Schreib zurück. Ach ja, Wacke wurde von Mototsu entführt. Das ist voll scheiße, ne? Das sollst du sein. Mototsu. Ja? Du hast meinen Namen gerufen. Was willst du? Warum bist du so gut gezeichnet? Ich werde sie einfach alle mal heimzahlen. Weißt du denn nicht, dass ich Judo-Juniorenmeister bin? Ich könnte dir sehr wehtun. Ich schaffe es nicht, ihn zu besiegen. Hier, Ciao, nimm diese Banane. Banane der Freundschaft. Er steht wieder auf. Was für eine Kraft. Unglaublich. Mit der Banane der Freundschaft könnt ihr einen Motor zu besiegen. Hey, wurdest du nicht entführt? Kämpft! Aber Gewalt ist doch keine Lösung. Können wir nicht alle Freunde sein? Ja, da wird er wohl recht haben. Oh mein Gott, der ist Godzilla! Folge 8. Operation Shopping. Schwerter, Magie, halbnackte Weiber, Männer mit komischen Frisuren, Rachen, Haie, Zombies, Panzer. Das epischste Spiel aller Zeiten. Endlich Fantasie 19. 2. Worauf wartest du noch? Kauf es! Kauf es! Kauf es! Das Spiel ist endlich raus! Bitte melden, Rosa Fuchs! Over! Rosa Fuchs an stinkender Molch! Roger, Roger! Operation Shopping wird eingeleitet! Bitte bestätigen, stinkender Molch! Over! Roger! Kann ich nicht einen anderen Codenamen haben? Over! Nein! Gleich sind wir beim Eingang! Schnell, wir können die Ersten sein! Aber Ciao, da ist eine rote Ampel! Es kommt gar kein Auto, wir können einfach rüberlaufen! Nein, Ciao, ich kann dich das nicht tun lassen! Bei Rot geht man nicht über die Straße! Es ist eine einfache Regel! Wie viele Menschen müssen sterben, damit du sie einhältst, Ciao? Wie viele? Ich hab gerade bemerkt, wie du Verkehrsregeln eingehalten hast. Sehr vorbildlich. Ich ernenne dich hiermit zum Hilfs-Sheriff. Immer weitermachen, Sportsfreunde. Oh mein Gott, das Spiel ist raus! Ich kauf's mich runter! Ich werd gleich 10 Stück kaufen! Oh nein, jetzt sind wir nicht mehr die Ersten. Oh, es hat sich eine Riesenschlange gebildet. Da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Da ist es. Endlich Fantasie 19-2. Es wird mir gehören. Sorry, Kleiner. Zeig mir mal deinen Ausweis. Wieso? Das Spiel ist ab 18. Ab 18. Ab 18. Ab 18. Ab 18.
18. Ab 18, ab 18. Ich hab's kapiert. Ich bin 18. Oh, Verzeihung, Miss Triumphala Dark Shadow. Hier ist Ihr Spiel. Darf ich mitspielen? Nein, sorry, ist ein Singleplayer-Spiel. Bis dann. Schön, dass du dich an die Altersfreigabe hältst, mein Junge. Folge 9. Fun am Strand. Oh nein, meine Sonnencreme ist alle. Ich hab ein bisschen Sonnencreme für euch in meiner Hose. Hau ab, lass uns in Ruhe, du Idiot. Okay. Hey, kannst du mir den Rücken eincremen, Ciao? Tiefer. Tiefer. Das sind Delfine, die sehen immer so süß und glücklich aus. Ich hasse alles. Marke, warum hast du so komische Sachen an und keinen hauteng, nichts versteckenden Badeanzug? Das ist meine Archäologie-Ausrüstung. Die trage ich immer, wenn ich professionell mit Sand arbeite. Ich trage auch eine Ausrüstung für Archäologie. Hey, was ist das für ein komisches Geräusch? Das hört sich an wie... ein Tsunami! Oh mein Gott, in dem Tsunami ist Atommüll! Oh nein, im Atommüll sind Delfine! Das sind mutierte Atomdelfine! Sie sind Fans von David Hasselhoff! Oh Gott! Es ist so grausam! Schlimmer kann es nicht kommen! Meine Sandburg! Das reicht! Waka hat den Tsunami aufgehalten! Wie hat sie das nur geschafft? Durch die Kraft der Freundschaft! Durch die Kraft der Liebe! Nein! Durch Wut! Folge 10. Waka gibt Gas. Ich geh von der Schule nach Hause. 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 Hey, Ciao, du gehst nach Hause? Wie uncool. Ich fahre. Wow. Coole Gitarre. Kannst du noch mehr Riffs spielen? Na klar. Geil. Du sollst mich bewundern. Oh, hey, cooler Roller, Waka. Darfst du überhaupt fahren? Du bist doch noch so ein junges Ding. Steig auf, Loser. Ich fahr dich nach Hause. Ah, yeah. Können wir schneller fahren? Nein, das ist ein gedrosselter Roller. Der fährt nicht schneller als 25 Stundenkilometer. Oh Gott, eine arme verletzte Katze. Ich bin ein Kater. Ich hab nicht aufgepasst und jetzt haben sie meine Beine erwischt. Die Schmerzen sind unerträglich. Ich kann so nicht weiterleben. Töte mich. Ah, guck mal, was die Katze bei mir macht. Ach, wie süß. Keine Sorge, wir bringen dich sofort zu einem Tierarzt. Der Bruch war nicht weiter schlimm. Ihr Kätzchen sollte in ein paar Tagen wieder auf den Beinen sein. Hey, ciao. Ich kann Wakas Muschi sehen. Ich darf Muschi sagen, weil ich die Katze meine. Wie oft soll ich's noch sagen? Ich bin ein Kater. Können wir bitte gehen? Okay, kommst du mit, Pushy? Moment, Sie müssen noch die Tierarztrechnung bezahlen. Was? So viel Geld habe ich nicht. Oh, sehen Sie nur, ein riesiges Pizzamonster. Hallo. Das ist gar nicht riesig. Sie hat mich reingelegt. Ihr könnt mich alle. Folge 11. Ein langweiliger Regentag. Regentage sind so langweilig. Wir könnten ja mit deiner Katze Pushy spielen. Nein, sie ist noch etwas scheu. Sie hat ihr Essen auch noch gar nicht angerührt. Was soll der Scheiß? Das hier ist Hamsterfutter. Ah, Pushy ist manchmal so doof. Hier, Kinder, ich habe euch was zu essen gemacht. Danke, Okasan. Danke, Wakas Okasan. Okasan. Okasan? Okasan? Mach mal den Fernseher an, Okasan. Und das war's mal wieder von explodierenden Titten. Die Nachricht. Der mysteriöse Messermörder ist auf freiem Fuß. Er ist extrem gefährlich und steht höchstwahrscheinlich gerade hinter Ihnen. Ah! Hier, ich habe euch noch ein paar Möhrchen zum Knabbern geholt. Oh je, Stromausfall. Geht bitte in den Keller und seht euch den Sicherungskasten an. In den Keller? Waka, nimm deine Haare aus meinem Gesicht. Aber ich stehe hier drüben. Oh, warte, hier ist eine Taschenlampe. Ah, Mist, die Batterie ist alle. Oh, hier ist der Sicherungskasten. Was machst du denn da in der Pflanze? Okasan, was ist passiert? Okasan! Okasan! Oh nein, Waka ist Okasan! 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 Was schreist du denn so, Schätzchen? Ich wollte euch nur etwas Tomatensuppe bringen und mir ist der Topf runtergefallen. Ich bin so ungeschickt. Hören Sie auf, uns Essen zu machen. Weißt du denn nicht, dass der mysteriöse Messermörder auf freiem Fuß ist? Der mysteriöse Messermörder? Ihr meint den da? Das ist doch nur ein Stuhl mit einem Pullover drauf. Oh, wir sind ganz schön schreckhaft heute, was? Ja.
Folge 12. Ciao ist krank. Ciao, du hast heute im Unterricht gefehlt. Tut mir leid, Frau Lehrerin. Ich bin krank. Ach so, ja, die Folge heißt ja auch so. Ich werde mir einfach ein paar ganz ruhige Tage machen. Hi, Ciao! Ich habe gehört, dass du krank bist, deswegen habe ich beschlossen, mich um dich zu kümmern. Sieh mal, ich habe diese leckere, gesunde Suppe gekocht. Oh, das ist aber nett von dir. Jetzt habe ich genügend Energie, um dich gesund zu pflegen. Oh, Frau Doktor, wie wollen Sie mich behandeln? Und nun, als erstes sollten wir dir ein großes Glas mit Lebertran füllen. Der Gute mit Stückchen. Hier, das wird dir gut tun. Alles, was ich brauche, ist Ruhe. Hey, ciao, du Gesichtskotelett! Du warst heute gar nicht in der Schule und konntest meine geilen Witze nicht hören. Darum habe ich sie alle nochmal für dich aufgeschrieben. Midori hat gesagt, sie sucht einen Fahrradständer. Und da habe ich zu ihr gesagt, Ständer habe ich wohl, aber kein Fahrrad. Keine Zeit für Späße. Ciao ist schwer krank. Oh, na wenn das so ist. Dr. S. zur Stelle. Hier, ein Thermometer zum Fiebermessen. Wir sollten es rektal einführen, dann ist das Messergebnis genauer. Hä? Nein! Seine Temperatur ist viel zu hoch. Das EKG funktioniert nicht. Die Röntgenaufnahmen sehen schlimm aus. Ey, das ist eine Katze. Er muss in die Notaufnahme. Au, au, au. So, hier ist die Notaufnahme. Das ist das gleiche Zimmer wie vorhin. Sein Zustand ist kritisch. Und zu Beatmung. Lassen Sie mich mal. Wir haben ihn verloren, Doktor. Nein! Das macht dann 10 Euro Praxisgebühr. Wir sind bei mir zu Hause. Dann macht es 20 Euro Zuhausegebühr. Bis dann, ciao. Ciao, ciao. Folge 13. Neue Freunde. Hast du schon gehört, dass heute ein neuer Schüler in unsere Klasse kommt? Ja, und sein Name ist angeblich Kai. Kai, hä? Hoffentlich sieht er gut aus. Aber du bist doch mit Mushushu zusammen. Mit wem? Mushushu. Was? Mushushu. Bitte? Mushushu. Wie war das? Mushushu. Keine Ahnung, wovon sie redet. Kai, ne Ahnung. Hoffentlich ist dieser Kai kein Idiot. Kai heißt ein Arenaleiter von Azalea City bei Pokémon. Oh Gott, vielleicht ist er das ja. Liebe Kinder, begrüßt Kai, euren neue Mitschülerin. Ein Mädchen? Ja, ein Mädchen. Ein Mädchen? Ein Mädchen? Ein Mädchen. Hi, ich bin Kai. Ich komme aus Hawaii. In Hawaii ist Kai ein Mädchenname. Kai aus Hawaii ist Kawaii. Ich kann auch was reimen. Ciao ist schlau und wow. Huch, ich hab meine Kreide fallen lassen. Oh, warten Sie, ich heb sie für Sie auf. Oh nein, sie ist unter den Schreibtisch gerollt. Dankeschön. Wo soll ich mich jetzt hinsetzen? Oh, neben Chow ist noch ein Platz frei. Neben ihm ist gar kein Platz frei. Waka, du sitzt ab jetzt vorne, weil du die beste Schülerin bist. Die beste. Hi. Ist es schlimm, dass deine Freundin jetzt woanders sitzen muss? Sie ist nicht meine Freundin. 14. Ein lustiger Ausflug. Beeilt euch, Kinder, sonst kommen wir zu spät. Chow und ich sitzen zusammen. So, alle an Bord, dann kann es ja losgehen. Yay! Und wir sind da. Wo sind wir hier? Liebe Kinder, willkommen in der wunderbaren Welt der Würstchen. Wollt ihr wissen, wie Würstchen gemacht werden? Yeah! Wollt ihr wirklich wissen, wie Würstchen gemacht werden? Yeah! Wollt ihr wissen, wie Würstchen gemacht werden? Kommt herein, seht euch um. Wow! Ah, da sind ja kleine Ferkelchen. Ja, und nur die niedlichsten werden zu Wurst verarbeitet. Das ist übrigens der ganze Stolz unserer Fabrik, der Wurstomat 11.000. Ihr könnt euch jetzt hier am Computer ein paar Tiere aussuchen und nach Herzenslust zu Wurst verarbeiten. War das gerade ein Sumatra-Nashorn? Davon gibt es nur noch 200 Stück auf der Welt. Ha, gut so, die schmecken scheußlich. Ich will noch eins. Das ist ja ekelhaft. Ich hasse Würstchen und ihr seid Tiermörder. Und wie kannst du bei sowas nur mitmachen, Robasan? Du bist selbst ein Tier. So eine Gemeinheit. Das war wirklich gemein, Kai. Aber sie ist doch ein Esel. Ach, was fällt dir ein, sie so zu nennen? Ihr habt sie ja nicht mehr alle. Ich will doch nur keine Tiere töten. Wir respektieren deine Meinung, Kai. Stell dich bitte so lange da hinten hin, während wir anderen mit Wurst Spaß haben. Yay! Seht mal hier, Kinder. Ein Pudel. Hier für dich, mein Kleiner. Oh, das ist aber ein dickes Würstchen. Hey, Frau Lehrerin, wissen Sie, wo noch ein dickes Würstchen ist? In deiner Hose. Ja. Wo
ist Kai denn abgeblieben? Hey, ciao, diese Wurst habe ich extra für dich gemacht. Das schmeckt ja wirklich gut. Was ist da drin? Ach, das sind geheime Zutaten. 15. Dein Freund und Helfer. Ja, sag sie dir mal die Köte an. Hey, du, gib mir sofort deine Handtasche. Okay, hier. Hey, lass ihn in Ruhe. Hast du ein Glück, dass ich dabei bin, schau. Man sollte als Mann übrigens immer ein Mädchen dabei haben, wenn man irgendwo lang geht. Das ist viel sicherer. Jetzt gib mir die Handtasche. Nein, er hat eine Waffe. Oh, bitte, erschießen Sie uns nicht. Du musst doch irgendwas in der Tasche haben, damit wir uns verteidigen können. Nein, ich habe nur diese Banane, die mir erst wie jeden Tag geschenkt hat. Banane von mir für dich. Nimm das, du Verbrecher. Oh nein, ich bin gegen Bananen allergisch. Ich habe gerade gesehen, wie du einen Verbrecher zur Strecke gebracht hast. Wir brauchen Leute wie dich bei der Polizei. Ja, Officer Bear, ich werde sehr gerne helfen, Sir. Okay. Willkommen im Team hier, deine Sachen. Cool, ein Schlagstock. Das nennt man ein Tonfahr. Das kommt aus dem Chinesischen und steht für eine Schlagwaffe mit charakterischem Quergriff. Wieder was dazu gelernt. Okay, danke. Viel Glück da draußen, Kleine. Frau Officer, werden Sie mich jetzt festnehmen? Keine Zeit für Spielereien. Schau, das Verbrechen lauert überall. Hier, das Geld. Hier, deine Gardinenstange. Drogen zu verkaufen. Hey, Kleiner, ist das dein Bonbonpapier? Ja. Warum hast du es auf den Boden und nicht in einen Mülleimer geworfen? Keine Lust. So, so, keine Lust gehabt, sich an das Gesetz zu halten, was? Ist doch nur ein Stück Papier. Ich zeig dir nur ein Stück Papier. Wacke. Auf. Vorsicht, du verletzt ihn noch. Verzeihung, können Sie mir sagen, wo ich eine Bank finde? Aber natürlich, sie ist gleich dort drüben. Oh, vielen Dank. Keine Ursache, ich helfe gern. So, zurück zu uns beiden. Ich bin doch lange nicht fertig mit dir. Marke, du missbrauchst deine Macht. Du verprügelst unbewaffnete Zivilpersonen und die wahren Verbrecher lässt du laufen. So wie ein echter Polizist. Ich bin so stolz auf dich. Ich bin 16. Party, Party, Party. Yeah! Alles Gute zum Geburtstag, Marke. Dankeschön. Toll, dass ihr alle zu meinem 10. Geburtstag gekommen sein. Hier ist meine Geburtstagskarte für dich. Entschuldigung, die Tinte ist verlaufen. Ich fasse es nicht, dass meine Tochter jetzt schon 10 Jahre alt ist. Zur Feier des Tages habe ich meiner Katze Pushy auch was geschenkt. Verdammte Scheiße, das ist ein Hamsterrad und das ist ein Hufauskratzer. Ich kann so nicht leben. Er hat Lust auf Flaschen drehen. Auf wen die Flasche zeigt, der muss Ciao küssen. Wer sind Sie denn? Das ist unser Klempner. Das Klo war verstopft. Küss mich. Ich werde Sie ganz bestimmt nicht küssen. Aber ciao, so sind die Regeln. Küssen! 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 Also wenn Ciao fertig ist mit Knutschen, ist es Zeit für Party! Können wir auch aus den Gläsern trinken? Nein! Ich mag diese Tröte, sie ist so schön bunt. Die waren extrem billig. Kann sein, dass da toxische Farbstoffe drin sind. Ich will auch mal tröten. Die Zeitspanne vom Stegosaurus zum T-Rex ist größer als die Zeitspanne vom T-Rex zu uns. Es gibt gar keine Zeit. Es gibt nur Uhren. Das Gehirn hat sich selbst Gehirn genannt. Was, wenn Mädchen gar keine Nippel hätten? Dann hätten sie nur sowas wie den Hintern vorne dran, der aber gar nicht kacken kann. Wo ist im Universum oben und unten? Hinter der nicht kacken kann. 17. Schatten der Vergangenheit. Und dann musst du seitlich der Arena an der Zinnoberinsel lang surfen und dann erscheint der Glitch. Okay. Hey, ciao, soll ich dich nach Hause fahren? Wow. Was für ein Riesenteil. Ich habe auch ein Riesenteil in meiner Hose. Hey, danke, dass du mich nach Hause fährst. Kein Problem. Du hast doch was zu essen zu Hause, oder? Ja. Kein Problem. Aber ich glaube, ich habe nur noch Salat und eine dicke Gurke. Eine dicke Gurke. Hä? Ich habe auch eine dicke Gurke in meiner Hose. Zu spät. Oh. Los, wir fahren. Dann kann ich auch zu dir mit nach Hause kommen. Ciao, du könntest mich deinen Eltern vorstellen. Meine Eltern sind tot. Ich erinnere mich noch, als wär's gestern gewesen, als ich es erfahren habe. Mein böser Zwillingsbruder Xiao hat sie umgebracht. Bei einem unglücklichen Sushi-Essunfall. Ist dein Flashback vorbei? Können wir jetzt losfahren? Ich verhungere. Bis dann, es. Hä? Oh nein, jemand verfolgt uns. Sofort anhalten.
seid ihr? Wir sind die Bloody Bandito Hell Snake Killer Totenköpfe. Du hast sicher schon viel von uns und unseren Schandtaten gehört. Nein, noch nie. Oh. Hat dir deine kleine Freundin etwa nichts von ihrer Vergangenheit erzählt? Vergangenheit, Wake? Ja, ich war Anführer einer Biker-Gang. Ich war das fieseste Biker-Chick, was du dir vorstellen kannst. Und ich habe echt schlimme Dinge getan. Hier, das ist das einzige Bild von mir damals. Ich möchte, dass du es hast. Es tut mir leid, dass ich nicht ehrlich zu dir war. Da du jetzt so ehrlich zu mir bist, Wake, möchte ich dir auch ein Bild aus meiner düsteren Vergangenheit zeigen. Hier. Bist du das verkleidet als Rotkäppchen? Oh nein, das ist das falsche Bild. Okay. 18. Unverhofftes Wiedersehen. Amanda, deine Eltern tot sind, hast du nie was Vernünftiges zu essen im Kühlschrank. Ciao. Tut mir leid. Und hast du eigentlich auch mal wieder was von deinem Bruder Xiao gehört? Nein, seit die Enten ihn mitgenommen haben, nicht mehr. Wieso habe ich ein Foto davon? Das habe ich dir geschenkt. Nein! Oh, super. Ach, gute alte Zeiten, was? Ah. Hey, was sind das für Schuhe? Oh, die sind eigentlich für meine Freundin Kai. Du weißt schon, Kawaii Kai aus Hawaii. Kai hat sich lange nicht mehr bei dir gemeldet, was? Ja. Na, dann könnte ich doch die Schuhe haben. Na, schön. Ich werde sie sofort anprobieren. Ich habe sie selbst designt. Sie sind perfekt. Senkel einfach nicht zu. Oh, wirklich? Ich probier's nochmal. Du musst dich wahrscheinlich tiefer bücken. Ja, herein. Kai, wo bist du gewesen? Ich hab dich so vermisst. Ich dachte, du magst mich nicht mehr. Hey, Kai, lang nicht gesehen. Wie geht's dir? Was hast du mit deinen Haaren gemacht? Sieht toll aus. Ich bin nicht Kai. Ich bin ihre Schwester. Rai. Rai Ichikawa. Du hast meine Schwester getötet und wirst jetzt dafür büßen. Nein, Kai ist von ganz alleine in die alles zerhäckselnde Wurstmaschine gefallen. Es war ein Unfall. Schätzchen, du hast rosa Haare und trägst rote Schuhe. Das ist ein Unfall. Mhm. Oh, wer kann das sein, herein? Hallo, Bruderherz. Xiao, was machst du denn hier? Ich will grausame Rache üben, Mann. Oh, hallo. Hallo. Lust, Weltherrschaftspläne zu schmieden? Oh, aber gerne. Oh, da haben sich zwei gefunden. Ja. Moment mal, Kai ist tot. Folge 19. Viel Rummel um nichts. Oh Mann, ich liebe Rummelflätsche. Wir sind jetzt seit 2 Stunden hier. Wollen wir nicht auch mal in Karussells gehen? Hä? Okay, komm, wir gehen in den Autoscooter. Ja, Spaß. Jetzt geht's los. Hier. Yay! Yeah. Da, warte! Ah. Und das! Aus dem Weg! Nicht mal hier! Was da? Tut mir leid! Das hat Spaß gemacht. Oh, eine Losbude. Lass uns Lose kaufen. Gewinne. Du bist eine Niete. Oh. Du bist eine Niete. Du bist eine Niete. Du bist eine Niete. Du bist eine Niete. Hören Sie auf damit. Geben Sie mir noch einen los. Oh mein Gott. Ich hab den Hauptpreis. Hauptpreis. Gewinne. Hier, mein Junge. Der Hauptpreis. Eine aufblasbare Keule. Ich hab 10 Punkte. Was krieg ich? Oh, sorry, Scherzchen. Das reicht leider nur für den Trostpreis. Diese gigantische Plüschbanane mit Rasterlocken. Oh. Hey, Wake, wollen wir zusammen ins Riesenrad? Das wird sicher romantisch. Ja, na schön. Nächste Runde Riesenrad. Wer möchte noch in die Gondel? Du und die Banane sind als nächstes. Hey, warte, ich wollte mit dir... Sorry, Junge, die Gondel ist voll. Hier, du kannst mit diesem hübschen Mädchen fahren. Huh? Oh Gott. Stars und Sternchen. Was ist das denn für komische Musik? Hä? Und wer ist der Typ da? Den kennst du nicht? Das ist Will, der Sänger der Band Kyoto Hotel. Ich liebe ihn. Wusstest du nicht, dass ich absoluter Fan der Band bin? Du hast mir nie was davon erzählt und die Musik hörst du heute zum ersten Mal. Aber sie sind total berühmt und sie geben heute sogar ein Konzert und du musst mit mir hingehen. Hey Wake, du bist ja auch hier. Ja, ich liebe Kyoto Hotel. Ich auch. Kannst du auch all ihre Songs auswendig? Natürlich, alle 2. Warum geben die ein Konzert, wenn sie nur 2 Songs haben? Sie spielen sie 5-mal hintereinander. Was? Sag mal, wie seid ihr überhaupt an Karten rangekommen? Die waren doch schon längst ausverkauft. Ach, Chao hat sich drum gekümmert. Wir haben noch welche gekriegt. Ist da Blut dran? Stell nicht so viele Fragen. Oh Gott, da ist Will. Ich glaube, er gibt Autogramme.
Aha. Oh mein Gott, Will, kriege ich ein Autogramm? Kannst du auf meinem Handy unterschreiben? Kannst du auf meinem Schuh unterschreiben? Kannst du auf meinem Stift unterschreiben? Ich will auch in die erste Reihe. Da kommen wir niemals durch. Guck mal, wie viele Leute schon da sind. Aber ciao, wir sind die Japano-Schlampen. Du hast recht. Mit etwas Köpfchen können wir alles schaffen. Wir brauchen einen Plan. Tödliche Energiestrahlenattacke. Ich hatte vergessen, dass du das kannst. Oh mein Gott, es geht los! Ich mach's! Ich mach's! Was ist denn mit seiner Stimme los? Das war anscheinend nur Playback. Was? Playback-Skandal bei der Band Kyoto Hotel. Will hat nie wirklich gesungen. Die Stimme des Songs stammt in Wirklichkeit von diesem Mann hier. Wie reagieren die Fans darauf? Extra! Kyoto Hotel. Ein abgekartetes Spiel. Hey, ihr da, kommt schnell her. Hier in der dunklen Gasse sind sehr, sehr niedliche Kaninchenbabys. Oh, die will ich sehen. Wacke, warte. Wo sind die Kaninchenbabys? Du bist blind in meine Falle getappt. Und nun werde ich dich zu einem Kindersammelkartenspiel herausfordern. Möge das Duell beginnen. Zuerst wähle ich eine Waffenkarte. Tödliches Todesklingenschwert des Todes. Mal sehen, was mein Kartendeck für ein grausames Monster dazu für dich bereithält. Giraffe. Was ist denn da los? Du bist bescheuert, lass uns abhauen. Fusion zu Todesklingen Augen Ultra Todesgiraffe des Todes mit Klingen. Tja, dein Kindersammelkartenmonster ist wirklich heftig, aber es wird nicht lange standhalten. Gegen mein Pilzequartett. Flockenstieliger Hexenröhrling. Ja, und auch ich habe ein Kartenspiel dabei. Es ist ganz normal. Ha! 7. Das heißt, der Nächste muss 2 Karten nehmen. Ja, ich bin der Nächste und ich habe ein Pokémon-Memory-Spiel. Und ich darf 2 Karten nehmen. Ha! 2 Mane Banane. Hier, Joe, ich krieg eine und du kriegst eine. Komm, wir reiben unsere Bananen aneinander. Du Idiot, wenn man bei Memory 2 gleiche Karten sieht, dann muss man sie weglegen. Nein! Klingengiraffe, mach sie fertig. Durch Zerschneiden bekommt der flockenstielige Hexenröhrling eine bläuliche Färbung. Außerdem hat er Ähnlichkeit mit dem ungenießbaren Satansröhrling. Ach, deine Giraffe hat sich selbst außer Gefecht gesetzt, weil sie jetzt nicht mehr weiß, ob der Pilz giftig oder essbar ist. Oh nein. Gut gemacht, Wacke. Jetzt bin ich wieder dran. Ha! 8. Das heißt, der Nächste muss aussetzen. Du hast vielleicht meine Giraffe besiegt, aber du hättest besser aufpassen sollen. Ich hatte die ganze Zeit noch eine versteckte Karte aktiviert. Mega Kettensägen Ultra Höllenfeuer Tentakel Giftmonster. Nein, Wacke, du musst unbedingt eine gute Karte ziehen. Ja, ich habe noch einen ganz besonderen Pilz. Jetzt bin ich aber gespannt, mit was für einem Pilz du mich noch besiegen willst. Atompilz. Ah! Ein grausamer Fluch. Willkommen zu den legendären, verwunschenen Quellen von Matsukiyama Knatschnitasabubingtongseng. Jede Quelle hat eine eigene Legende, kommt nicht vom Pfad ab. Ein kleiner Fehler und du bist nicht mehr du. Ja, dann lasst uns mal losgehen. Hier seht ihr die Quelle des traurigen, ertrunkenen Mädchens. Warum ist sie ertrunken? Weil sie so traurig war. Und warum war sie so traurig? Keine Ahnung, weil sie ertrunken ist. Ich bin nur die Aushilfe. Ja, vielen Dank. Wir finden uns dann alleine zurecht. Nicht vom Pfad abkommen. Da hinten ist anscheinend die Quelle mit der Legende des ertrunkenen, introvertierten Esels. Das ist ja eine bescheuerte Legende. Ja, genau. Ziemlich langweilig hier. Hey, ciao, guck mal. Ich hab eine Riesenlatte zwischen den Beinen. Kein Problem, mir geht's gut. Wo ist meine Mütze? Ach, war das Wasser kalt? Was guckt ihr denn?
denn alle so? Oh mein Gott! Es, du bist ein Mädchen! Du bist wunderschön! Was? Ist nicht dein Ernst, habe ich jetzt Titten? Boah, schau, sieh dir diese dicken Melonen an! Ja, die sind ziemlich groß. Oh ja, hier steht's, wer in die Quelle des ertrunkenen Mädchens fällt, nimmt ihre Gestalt an. Gott sei Dank, jetzt kannst du keine Witze mehr über Würste oder Gurken oder sonst was in deiner Hose machen. Naja, ich habe zwar keine Latte zwischen den Beinen, dafür habe ich ordentlich Holz vor der Hütte. Oh nein! Extra! Matsuki Yamaknachi Tasavu Feng Tong Seng. Hey du, warum sitzt du auf der Couch vorm Fernseher, wenn du die verwunschenen Quellen von Matsuki Yamaknachi Tasavu Feng Tong Seng besuchen kannst? Hier gibt es gefährliche verwunschene Quellen. Super gefährlich! Ein Geländer, das euch vor den Quellen schützt. Sicherheit. Ein Eingangsschild. Und eine Grasfläche, die die Quellen umgibt, die aber nicht betreten dürft. Nicht betreten. Dazu bekommt jeder Besucher diesen Quellenführer. Damit könnt ihr euch über die Quellen informieren. Information. Wer wird als nächstes die Geheimnisse der verwunschenen Quellen erforschen? Vielleicht ja sogar du. Folge 23. Das Sportfest. Freut ihr euch schon auf das Sportfest, Kinder? Hey, aber gegen wen treten wir denn überhaupt an? Na, gegen die andere Klasse. Ach ja, stimmt, hier gibt's ja noch andere Klassen außer uns. Was gibt's denn, wenn wir gewinnen? Zu gewinnen gibt es diesen kleinen Pokal aus Hartplastik. Wir werden die andere Klasse in Grund und Boden stampfen. Aber geht's beim Sportfest nicht um Bewegungsförderung und Teambildung? Nein, es geht nur ums Gewinnen. Ich will diesen Pokal, verstanden? Hier sind die Anmeldungen für die verschiedenen Sportarten. Tragt euch schnell ein, bevor die besten Plätze weg sind. Ich will auch. Oh nein, jetzt ist kaum noch was frei. Oh, wer von euch hat einen Dinosaurier, der auf mich kotzt, gemalt? Es, was ist nur los mit dir? Du warst doch letzte Woche noch ein Mädchen. Ja, aber ich habe mich zurückverwandelt. Ich werde nur zu einem Mädchen, wenn ich mit Wasser feucht gemacht werde. Feucht gemacht? Willkommen zum Sportfest. Lass die Spiele beginnen. Ihr müsst unbedingt gegen die andere Klasse gewinnen. Also strengt euch an. Volleyball. Du bist ein Nichts. Du bist eine Null. Kickboxen. Sehr gut gemacht, Worke, sehr gut. Schach. Warum hast du dich dafür überhaupt eingetragen? Rhythmische Sportgymnastik. Oh je, wer musste das denn wählen? Manchmal muss ein Mann tun, was ein Mann tun muss. Ich gebe mich geschlagen, ich kann nicht gewinnen. Das war eine herzergreifende Choreografie, Joe. Hey, wir haben Gleichstand. Dann müssen wir in der nächsten Sportart unbedingt einen Punkt holen, sonst verlieren wir. Wettlauf. Oh nein, der andere überholt ihn. Sie sind schon gleich auf. Lauf schneller, Ash. Du brauchst einen Vorsprung. Hey, ich habe eine Idee. Nein, fahren das Rennen. Die beiden Läufer sind gleich auf. Doch was ist das? Ash verwandelt sich in ein Mädchen und durchbricht das Zielband mit seinen Titeln. Yeah, Titeln. Wir haben gewonnen. Folge 24. Gestern und heute. Hier sind eure Abschlusszeugnisse, Kinder. Ihr habt alle bestanden. Hey, ich hab überall eine 1+. Moment mal, Frau Lehrerin, hier fehlt ein Plus. Oh, du hattest eine etwas verknickte Referatsmappe. Darum hast du keinen Extrapunkt für Ordnung bekommen. Keine Extrapunkt. Das ist doch nicht so schlimm, Wake. Ich wünschte, ich könnte in der Zeit zurückreisen und alles wieder in Ordnung bringen. Da kann ich vielleicht helfen. Wenn ich mich vorstellen darf, ich bin Professor Dr. Imanis Puga Sokolentus. Ich bin Experte in Quantenmechanik und Zeitreise. Komm mit in mein Labor. Das ist meine Zeitmaschine. Das ist nur eine Dusche, die mit Uhren beklebt wurde. Und ihr Labor sieht doch irgendwie aus wie ein ganz normales Badezimmer. Das Design ist noch nicht ganz ausgeklügelt, aber ihr seid jetzt meine Testobjekte. Ihr reist durch die Zeit zurück und hiermit können wir Kontakt halten. Ich werde euch nun in der Zeit zurückschicken. Es hat funktioniert, wir sind in der Vergangenheit. In einem Land vor unserer Zeit. Das wollte ich schon immer mal tun. Das klang wie ein sterbender Triceratops. Alles in Ordnung? Wir sind etwas zu weit in der Vergangenheit, Doc. Dann aktiviere ich den Zeitwirbel erneut. Doc, hier ist ihr früheres Ich. Und da bin ich, wie ich mein Referat schreibe. Was macht ihr in meinem Badezimmer? Oh nein, du hast schon einen Knick im Blatt. Wie willst du es wieder gerade biegen, ohne dass dein früheres Ich dich bemerkt? Keine Sorge, ich wurde an diesem Tag von einem furchtbaren Tier abgelenkt. Das wird gleich passieren.
Oh, ein Drache. Eine Biene! Mission erfüllt! Sieh nur, da bin ich mit meinen Eltern. Da müssen sie warnen, dass sie bald in einem grausamen Unfall sterben. Alles in Ordnung, Doc, wir sind fertig. Okay, ich hole euch zurück. Willkommen zurück in die Zukunft. Der Zukunft. Der jetzt. Dem jetzt. Oh nein, ich hatte mir das nicht überlegt. Die Ordnung des Universums wurde wiederhergestellt. Folge 25. Wo ist Pushy? Pushy, komm her, essen! Pushy! Pushy! Pushy, komm her! Akasan, hast du Pushy gesehen? Oh, im Haus ist sie nicht. Ich dachte, sie ist draußen und spielt Hürdenlauf. Pushy, wo bist du? Pushy! Hey, Wake, was ist los? Pushy wurde entführt. Entführt? Von wem? Ich weiß nicht, sie war von heute auf morgen einfach nicht mehr da. Dann ist sie wahrscheinlich weggelaufen. Pushy würde niemals weglaufen. Sieh nur, sie war so glücklich bei mir. Tja, vielleicht sollten wir einfach mal in einem Tierheim nachsehen, ob jemand schon Pushy gefunden hat. Okay! Entschuldigung, wurde bei Ihnen vielleicht eine Katze abgegeben, die so aussieht? Eine Katze haben wir nicht, die so aussieht, aber wir haben neulich einen Kater reinbekommen. Ich zeige ihn euch. Hier. Pushy! Die kleine Familie wurde in der Scheune von einem Bauer gefunden. Du hast dich weggeschlichen, um Babys zu bekommen. Du warst ja schon immer ein bisschen mopsig. Ich wusste nicht, dass du schwanger bist, Pushy. Oh nein, nein, das ist der Vater. Das ist die Mutter. Wir haben sie Mrs. Killer Knutsch genannt. Unsinn! Pushy kann nicht der Vater sein, denn sie ist ein Mädchen. Ein niedliches, zuckersüßes, hübsches Mädchen. Hier, ich habe dein Glöckchenhalsband und dein lieblingsrosa Schleifchen mitgebracht. Seht nur, Babys, wie hübsch eure Mami ist. Seht mich nicht an, Kinder. Seht mich nicht an. Und was passiert jetzt mit den Babys und Mrs. Killer Knutsch? Tja, wenn sie nicht bald adoptiert werden, dann müssen wir sie als Futtertiere für Prinzessin Sunny Fluff hier nehmen. Hey, wo sollen die 400 sehr niedlichen Meerschweinbabys hin? Gib einfach rein da. Das können wir nicht zulassen. Wir adoptieren sie alle. Sie sind super süß, aber wir können uns nicht um alle auf einmal kümmern. Ja, du hast recht. Es sind zu viele. Verzeiht, Kinder. Mein Name ist Belzebub. Ich bin die Geschäftsführerin von Fluffy Kissen Empire. Und ich würde mich sehr gerne um eure Kätzchen mit fluffig weichem Fell kümmern. Oh, bei Ihnen werden die Katzen bestimmt den ganzen Tag weiche Kissen zum Liegen haben. Oui, sie werden Kissen haben. Wollt ihr glauben, dass wir ihnen die Kätzchen einfach so überlassen? Dann haben sie recht. Hier, bitteschön. Merci. Was für eine nette, fröhliche Frau. Sei nicht traurig, Ciao. Du hast doch noch Mrs. Killer Knutsch. Extra. Ein Zuhause für Tiere. Hallo und willkommen bei Ein Zuhause für Tiere. Wir haben heute wieder zauberhafte Vermittlungskandidaten für Sie, liebe Zuschauer. Django, komm. Komm her jetzt. Komm, Django. Ah, oh, da ist jemand schüchtern. Das ist der liebe Django und der ist ja ein absoluter Kuschelschatz. Wie ist der denn bei euch gelandet? Er wurde bei uns abgegeben, weil seine Familie leider viel zu beschäftigt mit Arbeit war und er musste damit unter mehrere Stunden allein zu Hause verbringen. Und wir wissen alle, was mit den Möbeln passiert, wenn man einen Karpfen mal zu Hause allein lässt. Hey, ja. Also er ist sehr dynamisch, braucht viel Bewegung und versteht sich auch super mit Katzen. Also der ist ja wirklich ein Traum, da muss es doch einen Haken geben. Ja, das stimmt, er hat ein kleines Atemproblem und lebt wahrscheinlich nur noch 3 Stunden. Aber das dürfte ja kein Problem für eine fürsorgliche Familie sein. Also, liebe Zuschauer, wer Django nicht nur wegen seines wunderschönen Aussehens gerne bei sich aufnehmen möchte, der ruft bitte bei unserer Vermittlungshotline an. Django freut sich auf seine neue Familie. Es war einmal... So, diese Tierfotos sind alle ziemlich gut, aber nicht sehr gut. Ich will unbedingt eine 1 im Kunstunterricht, also muss ich das Tierfoto machen. Was hast du so fotografiert, Ciao? Oh, ich habe 375 Bilder von der Spinne in meinem Zimmer gemacht und das hier ist am besten geworden. Es ist nur ein bisschen verschwommen und nur ein Finger ist vor der Linse. Mhm, sieht gut aus. Oh mein Gott, was für ein majestätischer Hirsch. Wenn ich ein Foto von dem mache, kriege ich bestimmt eine 1. Oh nein, er ist zu schnell weggehüpft. Er ist in den super dichten, großen, dunklen Wald gelaufen. Hinterher! Okay, er läuft ganz schön. Wo ist er denn jetzt? Ich glaube, er ist da lang. Wo ist jetzt dieser Hirsch? Oh nein, ich glaube, wir haben uns verlaufen. Ich sehe den Rückweg nicht mehr. Keine Sorge, ich habe, während wir gelaufen sind, überall Brezel verteilt. Die Salzkörner glitzern in der Sonne und so finden wir den Weg zurück. Genau wie im Märchen Hänsel und Brezel. Da ist der Hirsch. Ja, geht so. Ach komm, lass uns zurückgehen. Oh nein, alle Salzkörner wurden von wilden Wellensittichen des Waldes gegessen. Pico ist Jetzt finden wir nie wieder heim. Noch ist nicht alles verloren. Da scheint ein Haus im Wald zu sein. Es ist ein Haus komplett aus Süßigkeiten. Die
Tür schmeckt nach Erdbeere. Und der Stein nach Karamell. Und die Wand nach Marshmallow. Und das Fenster nach Glas. Wonach schmeckt wohl diese Stütze mit tragendem Deckenbalken? Ah. Es war Pfefferminz. Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer demoliert da mein Häuschen? Was zum Arsch? Seid ihr bescheuert? Ich mach euch kalt. Bleibt hier. Wir verstecken uns da in dieser Hütte. Hey, Leute. Ihr habt an meinen Geburtstag gedacht. Ja, natürlich. Happy Birthday. Setzt euch an den Tisch. Wir essen gerade Kuchen. Du wohnst hier in der Hütte mitten im Wald? Ja, wir haben hier eine WG gegründet. Das hier sind meine Mitbewohner. Hey, ho. Hallo. Nicht wundern, sie macht immer ein Gesicht wie 3 Tage Regenwetter. Ey, Entschuldigung, ich bin einfach total wütend auf die sozialen Missstände in unserer Gesellschaft. Hier hast du einen Kuchen. Hey, wie wär's, wenn ich ein Foto von euch mache? Stellt euch mal nebeneinander. Oder besser, stellt euch übereinander. Oh ja, ich mach gleich einen Foto. Sehr gut. Wack hat für den Kunstunterricht das beste Tierfoto. Knusper Fitness. Hi, mein Name ist Knusper Hexe. Ich bin Fitnessspezialist und mir gehört Knusper Fitness Studio. Knusper Fitness Studio. Willst du dein Fett verbrennen? Willst du in Form bleiben? Willst du super sweet Muskeln haben? Dann komm ins Knusper Fitness Studio. Ganzkörper Workout. Packs, Bizeps, Trizeps, Quadrizeps. Und viel mehr! Knusper Fitness Studio! Muskelaufbauprodukte und Diät? Vergiss den Kram! Hier wird dir ein gesunder Essensplan zusammengestellt! Schon mal gehört, dass zu viel Süßigkeiten fett und unzufrieden machen? Falsch! Zu wenig Süßigkeiten machen dich unzufrieden! Du willst mehr Muskeln? Also brauchst du mehr Kalorien, mehr Saccharose, mehr Süßigkeiten! Also friss den Lutscher und mach dein Workout im Knusper Fitness Studio! Folge 27. Chao ist schon wieder krank. Berechne das Volumen der Pyramide, die oben spitz zuläuft. Volumen kann ich nicht berechnen, aber ich kann spitz auf dich zulaufen. Was ist los? Du hast heute noch über keinen meiner Witze gelacht. Bist du krank? Ich weiß auch nicht. Warum machst du überhaupt Hausaufgaben? Lass dir doch von deinen Eltern eine Entschuldigung schreiben und geh morgen nicht zur Schule. Meine Eltern sind tot. So! Warum hast du das denn nicht in deinem Steckbrief in unserem Freundschaftsbuch geschrieben? Eltern tot! Du hast auch ganz rote Augen. Bist du vielleicht gegen irgendwas allergisch? Keine Ahnung. Hey, Mrs. Killer Knutsch. Ciao, lässt du dir neuerdings einen Bart stehen? Sieht sexy aus. Nein, ich hab keinen Bart. Ciao, ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Natürlich sind deine Augen rot, weil du zu viel Computerspiele spielst. Ninja Shotgun Gemetzel 3, also wirklich, Ciao. Ist das die Uncut-Version? Ja. Die werde ich zu deiner eigenen Sicherheit so lange bei mir aufbewahren. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, aber ich weiß auch nicht, warum ich krank bin. Vielleicht fehlt dir einfach der innere Seelenfrieden. Ich könnte Akupunktur bei dir machen und deine Energieknoten mit Nadeln stechen. Ich hab's nicht so mit Nadeln. Ich kann dich auch ohne Nadel stechen. Und wie wär's mit Akupressur? Wie funktioniert das? Ohne Nadeln und nur mit stumpfem Druck. Na gut. Besser? Nein. Ich glaube, ich habe die Lösung. Geh doch zu Madame Bumbachi. Sie ist ein Medium, kann alle möglichen Krankheiten heilen und in die Zukunft sehen. Und sie hat einen Shop, wo sie bunte Deckchen mit selbst ausgedachten chinesischen Zeichen verkauft. Das ist ja bescheuert. Ich will 10 Stück. Los, geh hin! Hallo, Madame Bumbachi. Wie kann ich dir helfen, Kind? Ich habe eine mysteriöse Krankheit. Dann nimm diesen kraftvollen Gesundheitstalisman. Das ist ein altes Pizzastück an der Schnur. Ja, es ist Brokkoli drauf. Brokkoli ist gesund. Danke, ich gehe dann mal. Warte, Kind, ich habe eine Vision. Noch bevor die Sonne heute untergeht, wird dir ein Mädchen seine Liebe gestehen. Oh, wirklich? Dann ist es gleich soweit. Warte, komm mal draußen, wollen wir nicht den Sonnenuntergang betrachten? Ich muss dir was gestehen, Schau. Mhm. Ich liebe Ninja Shotgun Gemetzel 3. Was? Es ist so super cool. Ich muss weiterspielen. Bis dann. Aber sie sollte mir doch vor Sonnenuntergang ihre Liebe gestehen. Richtig, ihre Liebe. Aber nicht ihre Liebe zu dir. Ha! Oh! Extra. Ninja Shotgun Gemetzel. Von den Machern von Ninja Shotgun Gemetzel. Ninja Shotgun Gemetzel 2. Und Cutie Eichhörnchens Abenteuerland. Jetzt. Ninja Shotgun Gemetzel 3. Er ist ein Ninja. Mit einer Shotgun. Er ist leise. Aber seine Shotgun ist laut. 3-mal so viel Gemetzel wie in den Vorgängerspielen.
Ninja Shotgun Gemetzel 3. Noch mehr herausspritzendes Blut, noch mehr zerfetzte Gedärme. Absolut brutal, uncut, ab 18. Ninja Shotgun Gemetzel 3. Nichts für Babys. Jetzt neu das Download-Content-Paket. Lustige Hüte. Folge 28. Einkaufsbummel. Wow, sieh mal, das neue Biodrom Megastore. Es hat 30 Etagen Einkaufsmöglichkeiten. Und zwei davon sind allein Damenunterwäsche. Wir müssen dort unbedingt zusammen shoppen gehen, Ciao. Ja. Ich werde meine Okas dann gleich um Taschengelderhöhung bitten. Das wird toll. Ja. Das wird toll. Okasan, kriege ich eine Taschengelderhöhung, wenn ich mein Zimmer aufräume? Entschuldige das Chaos, ich habe mich die letzten Tage echt gehen lassen. Okay. Oh, war das ein Schweinestall, aber jetzt ist wieder alles halbwegs in Ordnung. Ich nehme dann mal mein Taschengeld und die Erhöhung aus deinem Portemonnaie. Bis dann. Auf geht's zum Einkaufsbummel. Hier ist die Beauty-Abteilung. Komm, wir probieren Dufttester aus. Hier, probier das! Was zum Geier war das? Das ist Man for Man. Hier gibt's ja komische Haartönung. Ja, mit super verrückten Farben. Braun. Total abgefahren. Jetzt in die Modeabteilung. Wow, was für coole Klamotten. Oh, sind das aber schöne Haarspangen. Ja, Ma'am, die trendigsten Haarspangen auf dem Markt. Sie werden von indischen Kinderarbeitern gebastelt, die mindestens 5 Stunden Computerspiele am Tag spielen und dabei massiert werden. Absolut fair trade. Ich will sie unbedingt, aber sie sind ein bisschen zu teuer. Na ja, vielleicht kannst du deinen Freund dir ja kaufen. Hä? Oh, naja, ich verstehe, er ist gar nicht ihr Freund, sonst würde er natürlich nur das Beste für sie wollen. Ich will das Beste. Hallo, Wacke. Motozu. Gefallen dir die Spangen? Ich kauf sie dir. Nein, ich wollte sie gerade für Wacke kaufen. Danke, Ciao. Komm, wir gehen zusammen zur Kasse. Oh nein, ich kann mir das überhaupt nicht leisten. Wacke, warte kurz, ich hab ganz vergessen, ich wollte ja noch Erwachsenenwindeln kaufen. Ich bin gleich wieder da. Ich leg die Haarspangen zurück, ich gehe einfach nie wieder zur Schule und lebe im Ausland. Und in ein paar Jahrzehnten hat Wacke das Ganze vielleicht vergessen. Ach, Mom und Dad, ich wünschte, ihr würdet noch leben, damit ich Taschengeld hätte. Ach, so ne Mann, natürlich gebe ich dir Taschengeld. Mom? Aber nur, wenn du das Zimmer von S aufräumst. Hab ich dich dran gekriegt. Deine Mom ist immer noch tot. Ach, ich brauche unbedingt Geld. Ich will Wacke doch was Schönes kaufen. Oh, Darling, man kann das Herz eines Menschen nicht mit Geld kaufen, sondern mit Essen. Ich zeig's dir. Hey, Mototsu. Ja. Lust mit mir Pommes essen zu gehen. Aber du magst mich doch nicht und ich mag dich nicht. Aber du magst Pommes. Ja, stimmt. Also komm mit, Schnucki. Okay. Siehst du, geht ganz einfach. Hey, Ciao, wo sind meine Spangen und wolltest du nicht Windeln kaufen? Sieh mal, essen. Dolly's Donut Puff. Wie wär's, wenn ich dir einen Donut spendiere? Oh ja. Extra. Man, der Geruch von einfach geöffneten Marmeladengläsern. Der Geruch von nicht gemachter Hausarbeit. Der Geruch von Steak und Whisky zum Frühstück. Der Geruch von männlichen Männern, die männliche Männersachen tun mit Männern. Der Geruch von Man. Der Geruch von Unsicherheit über das eigene Geschlecht, sodass man Bestätigung von einem Körperpflegeprodukt braucht. For Man. Folge 29. Tanzball? Klaus kauft 100 Kilo Gurken, die aus 96% Wasser bestehen. Er lässt sie zu lange in der Sonne liegen und jetzt bestehen sie nur noch aus 95% Wasser. Wie viel wiegen die Gurken jetzt? Ja, es? Ich glaube, die Antwort ist, Klaus steht auf schwere Gurken. Wer kauft denn 100 Kilo Gurken? Klaus ist vollkommen irre, sag ich Ihnen. Yay, Schulschluss! Moment, wir müssen leider alle hierbleiben. Uns fehlen noch einige Stunden im Unterrichtsplan und deswegen gibt es jetzt ein weiteres 6-stündiges Blockseminar Mathematik. Glaub mir, ich will das genauso wenig wie ihr. Gurken. Oder wir machen jetzt Schluss und heute Abend einen Tanzball. Das verkaufe ich der Schulleitung als Sportunterricht. Yay, Tanzball, Tanzball! Dann erwarte ich euch heute Abend in der Schulaula in festlicher Ballkleidung. Wo bekomme ich denn jetzt auf die Schnelle ein wunderschönes Ballkleid her? Vielleicht durch die Zauberkraft einer Märchenfee. Ja, Schulschluss. Eine Fee, hä? Schulschluss! Yes, ein Milchzahn. Komm schon, komm schon. Hallo, ich bin die Zahnfee. Du musst der kleine Tobias sein. Danke für deinen Milchzahn. Hier hast du etwas Geld. Vergiss das Geld. Zauber mir ein Kleid. Ich kann keine Kleider zaubern. Ich bin nur die Zahnfee. Und was ist mit Tobias passiert? Dasselbe, was gleich mit dir passiert, wenn du mir kein Kleid zauberst. Okay, Nadel und Faden und Stoffe. Kommt herbei. Mehr Tiere. Niedliche Tierlein machen dein Kleid so fein. Das ist nur ein Zahn aus Stoff. Was hast du erwartet? Ich bin nur die Zahnfee und diese Meise ist kein Modedesigner. Doch, eigentlich schon. Ich habe mich bei dieser Kreation für die Farben Grau und Gelb entschieden.
Das seid ihr, Kinder, und wie hübsch ihr ausseht. Außer Ciao, deine Krawatte ist nur eine blaue Socke. Und Ess, du trägst ja... Ballkleidung. Du hast all die Bälle gekauft, kaputt gemacht und wieder zusammengenäht, nur für diesen schlechten Gag? Ja. Na schön, kommt jetzt mit in die Aula. Herzlich willkommen zu eurem Tanzball. Ich habe einen coolen DJ für euch besorgt. Ja, hier ist der Tanzball, Ball, Ball, Ball. Es geht los, 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 los. Außerdem gibt es leckeres Buffet für euch und alkoholfreien, zuckerfreien, farbfreien Punsch. Das ist nur Leitungswasser. Das Essen ist aus Plastik. Ja, und absolut unverdaulich. Das heißt, ihr müsst keine Kalorien zählen. Also ich schließe dann die Aula in 6 Stunden wieder auf. Viel Spaß beim Tanzball. Spaß, 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 Spaß. Wir müssen 6 Stunden mit diesem Typ hier bleiben? Ja, ja, ja. 6 Stunden. Ja. Extra. DJ, Spaß, Spaß, Spaß. Ja, 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 jetzt geht's rund. Professioneller DJ und fetziger Partymoderator mit Erfahrung und Niveau. Niveau. Mobile Diskothek mit exzellenten Klangeffekten. Jede Feier wird zu einem unvergesslichen Erlebnis, denn ich habe Profi-Equipment und feurige Leidenschaft beim Moderieren. Ja, 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 Leidenschaft, Schaft, Schaft. Buchen Sie mich jetzt unter dj-und-event-service-spaß-spaß-spaß.co.jp. Spaß, 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 Spaß. Vögel 30. Ein Ring, Sie zu knechten. Kaugummi! Kein Geschmack mehr! Noch ein! Ich wusste nicht, dass es Kaugummiautomaten noch gibt. Ich dachte, die richtig coolen Kids geben heutzutage ihr Taschengeld für andere Sachen aus. Ich bin ein richtig cooles Kid und Kaugummiautomaten werden auch immer cool sein. Ein magischer Stimmungsring! Welche Stimmung habe ich? Blau bedeutet super fröhlich! Das ist richtig! Der Ring ist wirklich magisch! Nein, es hat eigentlich nur mit Körper- und Umgebungstemperatur zu tun. Magisch! Und er ist so hübsch! Darf ich ihn auch mal anstecken? Nein! Er ist mein Schatz! Hallo, Kinder! Meister Fuzzi! Sie haben aber eine schöne alte traditionelle Kutsche. Nein, das ist eins von diesen neuartigen, selbstfahrenden, benzinlosen Gubelautos. Beeindruckend, diese Technik der Zukunft. Und was macht ihr so? Wir essen Kaugummis und ich habe einen Ring bekommen. Einen Ring? Ja, und er gehört mir. Er ist zu mir gekommen. Merkst du nicht, wie du von seiner Macht zerfressen wirst? Du bist gar nicht mehr du selbst. Du hast recht. Was ist nur los mit mir? Es ist der eine Ring. Der eine Ring? Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Er kann nur in den Feuern vernichtet werden, in denen er geschmiedet worden ist. In den Feuern der Kaugummifabrik. Man kann nicht einfach in eine Kaugummifabrik spazieren. Habt ihr vielleicht ein bisschen Kleingeld? Komm, wir gehen. Gleich ist es geschafft. Worauf wartest du noch? Vernichte den Ring. Wirf ihn ins Feuer. Der Ring gehört mir. Nein, er muss zerstört werden. Der Ring ist an! Ah, wie kommen wir hier nur wieder raus? Es ist so klebrig. Die Adler kommen. Oh nein, jetzt sitzen sie auch fest. Ich werde uns den Weg frei essen. Du hast das gesamte Kaugummi gegessen. Ja. Aber das kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Oh oh. Extra. Yum-Gum. Hey Kinder, jetzt kommt Yum-Gum. Das super leckere Kaugummi mit echt exotischen Geschmacksrichtungen. Erdbeere, Apfel, Banane. Mit vielen Vitaminen. 2. Knalligen, nicht toxischen Farben. Nur 38% der Laborratten sind an den hinzugefügten Farbstoffen gestorben. Macht riesengroße Blasen, mit denen ihr zum Mond fliegen könnt. Kaugummiblasen verleihen nicht die Fähigkeit zu fliegen, es sei denn, man hat Helium als Atem. In dem Fall sollte man zum Arzt gehen. Auf dem Mond gibt es sowieso keine Atmosphäre und man würde dort sterben. Probier jetzt die neue, abgefahrene Geschmacksrichtung Erbsen. Es sieht nicht nur aus wie Erbsen, es schmeckt auch wie Erbsen. Es sind Erbsen. Yum, 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 yum. Folge 31. Gute Miene zum bösen Spiel. Krieg bleibt immer gleich.
Eine postapokalyptische Welt mit ekligen mutierten Zombies, richtig tödlichen Waffen und total vorlauten Sprüchen. Yippee-yay, Schweinebacke. Vorlaut 4. Out now. Oh mein Gott, es gibt einen neuen Teil von Fallout, den muss ich haben. Ich habe mir das Spiel schon gekauft, ist aber ziemlich teuer. Dann wird es Zeit, meine eiserne Finanzreserve anzubrechen. Diese jahrelang gesammelten Pfandflaschen, wo ich extra immer 1 Zentimeter Getränk übergelassen habe. Was, nur 1000 Yen für all die Flaschen? Das sind ja umgerechnet nur 7,30 Euro. Oh, du interessierst dich für nicht-japanische Währung? Ja, man muss sich ja weiterbilden. Aber sieh mal da, in dem Spielgeschäftsschaufenster steht Fallout ab 1000 Yen. Ja, yeah, cool, hier 1000 Yen. Einmal das neueste Spiel, Fallout 4. Oh, tut mir leid, das reicht nicht für das neueste Fallout-Spiel. Aber hier, dafür bekommst du diese Second-Hand-Version von Fallout 1. Aber das Spiel ist total zerkratzt. Hier klebt ein alter Bonbon, da hat ein Hund reingebissen und der Hund hängt auch noch dran. Das sind normale Gebrauchsspuren. Das Geld hat nicht gereicht. Los, Wake, machen wir ein Wettrennen. Ich krieg 10.000 Yen von dir, wenn ich gewinne. Na klar, aber um was wettest du, wenn du kein Geld hast? Um die Ehre. Sorry, aber du hast schon minus 17 Ehren von den letzten Malen, die wir gewettet haben. Deine Ehre ist so im Negativbereich, dass sie die Ehre anderer Leute um dich herum wie ein schwarzes Loch absorbiert. Ich geh dann mal und spiel mein Spiel. Bis dann. Hey, ciao! Jetzt, wo ich ziemlich viel gespielt habe, habe ich mir überlegt, du kannst mein Spiel haben. Wirklich? Ja, ich kann einen Freund doch nicht im Stich lassen. Und ich habe es mir einfach nochmal gekauft. Also dann viel Spaß beim Spielen. Wow, danke. Ja, das wird so cool. Moment mal, da sollten doch Zombies sein. Wieso sind da niedliche Plüschtiere? Meine Waffe schießt ja nur Regenbögen. Was passiert, wenn ich die Taste für vorlaute Sprüche drücke? Vor dem Essen Händewaschen nicht vergessen. Was zum Geier? Mach immer deine Hausaufgaben. Was soll das? Das kann doch nicht das richtige Spiel sein. Das ist die geschnittene ab 12 Version. Jetzt scheiße, du Zombie-Missgeburt. Bei Rot über die Straße gehen ist cool. 32 aus Berufung. Tja, Kinder, schon in Jahren habt ihr euren Schulabschluss. Was wollt ihr denn später mal werden? Ein Rockstar. Oh, cool. Ein Chirurg. Viel Glück. Archäologe. Aha, sehr interessant. Oh, ich hab mich versprochen. Ich meinte Archäologe. Ja, und du, Wake? Ich will Feuerwehrmann werden. Okay, es muss kein Feuerwehrmann werden. Er hat nämlich schon einen dicken Schlauch in seiner Hose. Und was möchtest du werden, Chao? Glücklich. Glücklich ist kein Beruf, du Schussel. Tja, einige von euch wissen noch nicht, was sie werden möchten und darum machen wir heute einen Eignungstest. Ihr müsst nur diese einfachen Fragen beantworten, die dann vom Berufomat ausgewertet werden. Los geht's. Die Zeit ist um. So, jetzt wird gleich jeder erfahren, bei welchem Beruf seine Kompetenzen liegen. Voila! Wow, bei mir steht, dass ich Quantenphysikerin, Pilotin oder Militärmaschinerie-Ingenieurin werden könnte. Und bei dir? Friseur. Ich habe noch nie jemandem die Haare geschnitten. Wieso soll ich das denn als Beruf machen? Kein Problem, ich helfe dir. Und dann wirst du der beste Friseur von allen. Das ist wirklich nett von dir, dass du mich an deinen Haaren üben lässt. Bist du bescheuert? Wie jedes Haarpflegeprodukt musst auch du zuerst an Tieren getestet werden. Hier, das Fell von meiner Katze Pushy muss schon lange mal gestutzt werden. Fang an. Nicht schlecht. Ich denke, es ist Zeit für den nächsten Schritt. Versuch an Menschen. Oh, danke, dass du jetzt so viel Vertrauen in mich hast, dass ich doch an deinen Haaren üben kann. Scheiße, nein! Ich meine doch keine lebendigen Menschen. Danke, dass ihr den Toten die letzte Ehre erweist und ihr Aussehen für die ewige Ruhe herrichtet. Die Trauernden können sie dann noch einmal mit schöner Frisur sehen. Okay, sehen wir mal, wer im Sarg liegt. Was? Er ist gestorben? Was? Wie ist das passiert? Hey, Leute! Oh Gott, ich dachte, du bist tot. Nein, ich komme hier immer für den Gratis-Haarschnitt her. Was meint ihr, warum ich so lange eine Cap getragen habe? Darunter sieht's vielleicht schon aus. Oh nein. Ran ans Werk, ciao. Jesus, Maria und Josef Stalin. Morgen, Kinder. Ich hoffe, ihr habt euch gestern schön mit euren Berufen beschäftigt. Wer zum Geier bist du denn? Ich bin es. Du kannst doch nicht einfach eine andere Frisur haben. Das ist das einzige Merkmal, was Anime-Figuren voneinander unterscheidet. Setz sofort die Mütze wieder auf. Und schau, deine Testauswertung gestern war fehlerhaft, weil so viele Schweißflecken drauf waren. Hier ist dein richtiges Ergebnis. Ja, ich muss kein Friseur sein. Meine wahre Berufung ist Fahrkartenkontrolleur-Assistent. Extra. Berufomat. Hey, du. Die Suche nach einem Beruf ist für dich die Qual der Wahl. Schluss damit. Jetzt gibt es den Berufomat. Eine hochentwickelte Maschine, die vorgegebene standardisierte Fragen zu Fähigkeit und Persönlichkeit auswertet und einen perfekt zu dir passenden Beruf auswählt. Ting Ting hat eine Vorliebe für Menschen anfassen. Ling Ling hat eine Vorliebe für Metall anfassen. Der Berufomat sagt Ting Ting für
wird Pfleger im Altenheim. Und Lingling wird Klempner im Altenheim. Ja, der Berufomat hat einen riesigen Fundus an unterschiedlichen Berufen. Denn jeder Mensch ist unterschiedlich. So wie Ting Ting und Lingling. Vorbei ist die Zeit, in dem dein herkömmliches menschliches Gehirn mit störenden Emotionen entschieden hat, was du willst. Der Berufomat mit seiner gefühlslosen künstlichen Intelligenz findet den richtigen Beruf für dich. Folge 33. Durch den Spiegel. Hey, danke, dass du mich von der Schule nach Hause fährst, Wake. Kein Problem, mach ich doch gern. Können wir vielleicht etwas schneller fahren? Das geht nicht, hier ist die Fußgängerzone. Ich fahr schon die Höchstgeschwindigkeit. Ach, hey, da kommt ein Abhang. Halt dich fest! Oh nein, ich fahre die volle Geschwindigkeit, aber durch den Abhang werden wir noch schneller. Was ist passiert? Keine Ahnung, aber hier ist dein Zuhause. Ich hoffe, du hast was im Kühlschrank. Ich verhungere. Hallo, Sohnemann. Ich hab dir dein Lieblingsessen gemacht, mein Kind. Hallöchen, Bruderherz. Oh mein Gott, Mom und Dad, ihr seid doch bei einem schrecklichen Unfall gestorben. Und Xiao, mein verschollener Zwillingsbruder, du bist doch böse und verrückt. Ach, ciao, du machst echt die besten Witze. Kein Wunder, dass du so beliebt bist und alle Mädchen deine Freundin sein wollen. Was? Ja, hier, du und deine Freundin. Ich hab noch nie so ein glückliches Liebespaar gesehen. Wieso hast du das Foto? Oh, das hab ich für alle Fälle immer dabei, um dich daran zu erinnern, wie toll du bist. Nicht so wie dieser komische Klassenkamerad von dir, Wako. Der ist wirklich widerlich. Hey, du siehst ihm verdammt ähnlich. Jetzt wird mir alles klar. Die Geschwindigkeitsüberschreitung beim Roller muss einen Riss im Raum-Zeit-Kontinuum verursacht haben. Und wir sind in einem Parallelspiegeluniversum materialisiert. Ein Universum, in dem meine Eltern noch leben, mein Bruder nicht verrückt ist und ich eine Freundin habe. Ach ja, Joe, ich hab dir dieses Spiel gekauft, weil du so gut in der Schule bist. Gedärmegemetzel-Girl, das wolltest du doch. Das kannst du dann ja in deinem Gaming-Room spielen. Was ein separates Extrazimmer für dich ist, in dem die allerneuesten Spielekonsolen und ein riesiger Fernseher stehen. Ich dachte, ich erwähne das nochmal. Hallo, Joe, bist du da? Oh, hi, Liebling. Oh, entschuldige bitte meine Titten. Sie sind einfach viel zu groß. Oh, hey, ist das deine Zweitfreundin? Wer kann's dir verübeln? Du bist einfach unwiderstehlich. Nicht so wie dieser Vako. Der ist wirklich widerlich. Hallo. Oh, nein, er ist mir gefolgt. Hey, ciao, ich geb dir 500 Yen, damit du einmal mit mir über den Schulhof gehst. Damit die anderen Kinder denken, ich wäre mit jemandem so cool wie dir befreundet. Okay. Ich halt's nicht mehr aus. Dieses Universum ist völlig verdreht. Komm mit, wir können so nicht leben. Nein, warte, ich will hier bleiben. Wiedersehen, ciao, wir lieben dich. Ach, Gott sei Dank, dein Haus ist verlassen und niemand liebt dich. Alles ist wieder normal. Bis dann. Extra. Gedärme Gemetzel Girl. Bam, pow. Ja, wer zersplattert denn da die Gedärme ihrer Gegner? Es ist Gedärme Gemetzel Girl. Yay. Zwischen ihren Beinen hat sie ein Geheimversteck für eine AK-47. Hui. Sie hat ein niedliches pinkes Zauberpony, das Gedärme verspritzt, wenn man es drückt. Hui. Und in der Nacht musst du keine Angst mehr haben, denn ihre Titten leuchten im Dunkeln. Gedärme Gemetzel Girl, sie lässt Gedärme fliegen, wenn ihre Gegner eine Kugel abkriegen. Gedärme Gemetzel Girl, sie metzelt alles weg, wenn sie Glitzergranaten in deine Fresse steckt. Ihr magisches Prinzessinnenkleid wechselt die Farbe, wenn es mit Blut in Berührung kommt. Wow, rot! Zerfetz jetzt auch du die Gedärme deiner Gegner, deine neue